Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst dir bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute kriege, kein Problem. Hat dich einer schon mal angebaggert mit dem Spaß? Hereinspaziert, hereinspaziert! Wir haben alles! Hallo! Wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa! Wie schön, dich zu sehen! Hab dich schon vermisst! Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert! Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Warum so geizig? Schau mal wieder rein, wenn du in der Nähe bist. Und bring Tifa mit, okay? Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Hereinspaziert, hereinspaziert! Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Ja, ich habe wirklich kein Mitleid mit dem Schlüssel. Diese Gruppe namens Avalanche soll hinter der Tat stecken. Keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. Gehe wieder in Deckung. Hallo, Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa! Wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich geb mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mehr. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Sieh mal einer an, Tifa. Ob ein Filtertausch ansteht? Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen?
Das Geld sammelt der Herbert ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet! Gibt nämlich was. Das ist uns nur mal zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Suche nach Kandidaten. Ich hoffe, es bricht keine Panik aus. Wir kümmern uns darum. Wenn es Probleme gibt, ist die Bürgerwehr sofort zu stellen. Ist das der Typ, den Wedge meinte? Fetter Prügel. Verkauft er was? Pass gut auf dich auf, Tifa. Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Da sind gleich die ersten. Übernimm du. Dann zeig. Mal, was du kannst, Soldat. War doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen.
Nicht übertreiben. Es geht los. Zack. Schon gewonnen. Zum Angriff. Das war's. Dann übernimm. Überlass das mir. Zack. Ja. Dein Ende. Schon gewonnen. Dein Ende. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden. Und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Suche nach Kandidaten. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Bist du der Kerl, der das ist also der Alleskönner? Der Spargel? Herein spaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht. Habt ihr es schon gehört? Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Oh. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. No. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Komm bald wieder! Jetzt bist du perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann fangen wir mal an. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Wer ist das?
Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Und wo finde ich ihn? Um diese Zeit sollte er in der Wachstube sein.